Rimuru Tempest ist vielen Akteuren der Tensei Shitara Slam Daken-Welt ein Dorn im Auge. Nun macht sich die westliche heilige Kirche auf den Weg, Rimuru und Veldora zu zerstören. Wie wird Rimuru darauf reagieren? Yo, was geht Leute, KingADB ist am Start. Wenn ihr euch für Tensura interessiert, dann abonniert den Kanal, denn ich werde zu jeder einzelnen Folge eine Review machen. Heute analysieren wir die 5. Folge der 3. Staffel von Tensura. Wir vergleichen den Anime direkt mit der Novel und gucken uns an, was sie alles aus der Novel rausgelassen haben. Durch die Novel vs. Anime-Vergleiche erhält man ein viel tieferes Verständnis für die Tensura-Welt. Auch wieder in dieser Folge gibt es so einige Novel-Aspekte, die den Anime viel besser erklären. Wenn ihr selber die Novel oder den Manga auf Deutsch lesen wollt, dann könnt ihr das über den Link in der Beschreibung machen. Viele fragen mich, wann der nächste Rimuru-Fähigkeiten-Part rauskommt. Der kommt, wenn ich auf Instagram 500 Abonnenten habe. Wir sind schon bei 396. Let's get it! Im Konferenzraum erwarten die heiligen Ritter aus Loberius gespannt die Ankunft von Hinata. Kaum betritt sie den Raum, beginnt Sare sofort, sich darüber zu beschweren, dass sie zu spät dran ist. Seiner Meinung nach liegt es daran, dass sie Rimuru entkommen ließ, der nun auch noch zum Dämonenkönig aufgestiegen ist. Als wäre das nicht genug, ist auch noch Veldora wieder auferstanden. Diese Frechheit gegen Hinata ließen die anderen heiligen Ritter nicht zu und es entsteht Streit, bis Hinata ihn schlichtet. Mit der Anmerkung, dass Sare, wenn er unzufrieden mit der Führung ist, jederzeit den Post haben kann. Er muss nur im Kampf gegen sie gewinnen. Das hat schon gereicht, um ihn mundtot zu machen. Im Hintergrund beobachtet Luis stillschweigend die ganze Situation. In der Novel erfahren wir zunächst den Aufbau der Heiligen Ritter. Dieser ist in zwei Flügeln unterteilt. Der erste Flügel bildet die Heiligen Ritter und der zweite Flügel bildet die Leibgarde des Kaisers. Hinata wiederum ist die Oberbefehlshaberin, die über allen steht. Das erklärt auch, warum die eine Seite sich mit der anderen Seite so leidenschaftlich streitet. Man merkt, dass die Ritter Hinata gut gesinnt sind und die Leibgarde nicht. Rechts von Hinata befinden sich die Heiligen Ritter. Zuerst kommt der stellvertretende Anführer Leonard Jester, ein junger Adelsmann, der auch als das Licht bekannt ist. Neben ihm sitzt Arno Baumann, sein Titel ist der Himmel und nach Hinata der stärkste des Landes. Er ist der Anführer des Sonderangriffskommandos. Darauf folgt Litis, die den Titel Wasser hat. Sie beherrscht Heilmagie und ist eine wahre Schönheit. Neben Litis ist Bacchus. Bacchus ist ein Windmagier. Während alle sehr traditionell kämpfen, fällt er im Kampf mit seinen Tricks auf. Er ist zudem der Einzige, der seine Uniform anders trägt als die anderen Tempelritter. Doch von allen bewundert er Hinata am meisten. Als nächstes kommt Garde. Er hat den Titel Feuer. Er ist ein Meister im Umgang mit Flammen. Mit seiner Waffe Reißzahnspeer setzt er die Flammen geschickt ein. Zuletzt kommt Bacchus, auch bekannt als die Erde. Er ist ein großer und breit gebauter Mann, der darauf spezialisiert ist, seine Feinde mit seiner Keule zu zerschmettern. Diese 6 befehligen unter sich weitere 20 Männer, die wir an der Seitenlinie beobachten können. Die über 100 heiligen Ritter bilden somit die Einheit, die die Menschen vor dem bösen Monster schützt. Gegenüber von den Heiligen Ritter ist die Leibgarde des Kaisers, die aus 33 Mann besteht. Die stärksten Kämpfer von ihnen sind einzeln so stark wie eine ganze Armee und sind auf den Rang A und höher einzuschätzen. Als erstes haben wir Sare, der zwar sehr jung aussieht, in echt aber der älteste im Raum ist. Er ist als der blaue Himmel bekannt und ist der ehemalige Anführer der Heiligen Ritter, bis er den Posten an Hinata verloren hat. Deshalb war er im Gespräch so feindselig zu Hinata und hat alles kritisiert, was sie gemacht hat. Sares engster Vertrauter ist Grigory, der wegen seinem breit gebauten Körper als der Felsen bekannt war. Als letztes haben wir Glenda. Sie ist eine Söldnerin und als tobende See bekannt. Ihre Vorgängerin namens Rama hat sie besiegt und ihren Platz eingenommen. Keiner weiß genau, wie stark sie wirklich ist. Zusammen mit Hinata bilden sie die 10 Beschützer der Menschheit, die durch hartes Training zu Erleuchteten wurden. Erleuchtete sind halbgeistige Lebensformen, die Unmengen an Magikus in sich aufnehmen können. Hinata wiederum ist noch eine weitere Stufe über den Erleuchteten. Sie ist eine Heilige, die eine komplette spirituelle Lebensform ist. Als Hinata sie alle mit ihrem Machtwort zum Schweigen gebracht hat, hat sie es ruhig und besonnen getan. Doch jeder im Raum hat gespürt, dass wenn sie weitergemacht hätten, Hinata dazu bereit gewesen wäre, die Schuldigen zu verletzen. Deshalb wurde es so ruckartig still. Hinata hat die Ritter jeweils auf Missionen geschickt und davon sollen sie berichten. Litis ist undercover in Tempest gewesen und hat mit Erstaunen festgestellt, dass es dort friedlich zugeht. Die Händler können ohne Probleme ein- und ausreisen und es leben sogar Menschen in der Stadt. Die Magical-Dichte ist zwar höher als sonst, aber aushaltbar für normale Menschen. Ein Auftrag von Nähe war es, auch Veldora zu finden, sie konnte ihn aber nirgendwo sichten. Der offensichtlichste Ort, wo Veldora sein könnte, ist die Siegelrotte. Der Zugang war aber für die Allgemeinheit streng untersagt, also konnte sie Veldora nicht ausfindig machen. Die anderen Ritter machten dann auch ihre Berichte. Von Garde erfahren wir, dass ihn Glaser durch die Schwächung von Pharmas ihre Macht weiter ausbreiten könnte.
Der Bericht, auf den Hinata aber am meisten gespannt war, war der vom Farmers. Sare berichtet, dass König Edmaris abgedankt und Edward nun an der Spitze ist. Für die Allgemeinheit scheint es ein friedlicher Vorgang gewesen zu sein, aber Sare denkt, dass Rimuru in echt seine Finger da im Spiel hat. Er ist sich aber nicht sicher. Weiter im Bericht sagt Sare, dass König Edward die Armee vom Farmers wieder aufbauen will und dafür mit einflussreichen Menschen spricht. Er hat sogar einen von Sares Männern angesprochen. Sare ist der Meinung, dass das alles auf einen kommenden Bürgerkrieg hinweist, weil sich die Adligen und das Königshaus in der Zukunft vom Farmers nicht wirklich einig sind. Die einen wollen die Reparationszahlungen nicht zahlen und somit Krieg und die anderen wollen Frieden. Im Endeffekt sind sie der Meinung, dass zu 100% Rimuru im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Einer der einflussreichen Männer, mit denen Edward im Kontakt ist, sind die Händler aus dem Osten. Diejenigen, die Hinata auf Rimuru gehetzt haben. Hinata wollte mehr über sie erfahren. Glenda war vor kurzem in der Stadt der Händler, aber sie meint nur mit einem leicht provokanten Lächeln, dass sie keine neuen Infos hat. Hinata dachte sich in dem Moment, dass sie alle auf sie herabblicken. In der Novel erfahren wir von Litis noch, dass die Händler am meisten die Heilungstränke von Tempest kaufen. Dass Diablo also den Heiltrank im Farmers vor den Adligen beworben hat, zeigt seinen Effekt. Sie kauften aber auch Seide und Waffen von Tempest ab. Litis sprach auch mit den Händlern und hat so herausgefunden, dass Beaumont mit Tempest eine offene Beziehung hat. Das bedeutet, dass die Bewohner von Beaumont jederzeit von Tempest ein- und ausreisen können ohne Probleme. Das beinhaltet auch den Schutz von den Bewohnern von Beaumont. Außerdem erfahren wir noch einiges von der Leibgarde des Kaisers. Die Leibgarde des Kaisers können genau wie die Tempelritter frei in den westlichen Ländern ein- und ausreisen. In den jeweiligen Ländern gibt es sogenannte Tempelritter, die von der Kirche kommen. Die sorgen für Sicherheit in allen Ländern. Der Vorzug der Anführer der Leibgarde des Kaisers ist es, dass die diese Tempelritter befehligen können, die heiligen Ritter aber nicht. Das bringt so einige Vorteile mit sich. Da die Tempelritter in den jeweiligen Ländern stationiert sind, wissen sie auch viel über die Zustände dort. Dieses Wissen kann sich die Fraktion der Leibgarde des Kaisers zunutze machen. Und wie wir sehen, haben sie es auch getan. Das Gespräch zwischen Glenda und Hinata wurde auch kurz geschnitten. Das Lächeln von Glenda lässt uns nur erahnen, dass sie andere Motive hat, aber in der Novel erfahren wir diese Motive. Glenda ist eine Söldnerin, die Hunger nach Kraft, Geld und Macht hat. Die Position als einer der heiligen Ritter gibt ihr genau diese Vorzüge. Diese will sie auch behalten, deshalb sagt sie Hinata nichts. Aber in echt ist sie in Kontakt mit mehreren Händlern und ist auch mit Ratsmitgliedern der westlichen Länder in Kontakt, mit denen sie schon stille Abkommen vereinbart hat. Es geht darum, dass sie Fake News für sie verbreiten sollen, aber alles zu seiner Zeit. Persönlich denkt sie, dass Hinata eine sehr starke und kalkulierte Person ist, die ihre Feinde gnadenlos niedermetzelt. Aber gleichzeitig hat sie eine Schwäche für die Tempelritter. Genau gesagt hat sie eine Schwäche für die Menschen, die auch den Luminas-Glauben ausleben. Das macht sie zur Zielscheibe. Laut Glenda hat das den Grund, warum sie es zum Beispiel zulässt, dass Sare und Gregory über sie herziehen ohne Konsequenzen. Sie denkt, dass diese weiche Art von ihr irgendwann ihr Untergang bedeuten wird. Hinata wiederum durchschaut Glenda. Sie weiß, dass sie denkt, dass sie weich ist, aber es ist in echt anders. Für sie sind die Tempelritter nur Luminas liebliche Handlanger, um die sie sich gut kümmern muss. Hinata spürt eine leichte Revolte von Glenda und überlegt, ihr eine Lektion zu erteilen, aber dafür hat sie im Moment keine Zeit. Weiter im Anime sprechen sie im nächsten Thema über die ganze Geschichte mit Veldura. Für die Allgemeinheit heißt es ja, dass Rimuru Veldura bei seiner Auferstehung berügt hat. Aber die Ritter sind der Meinung, dass das nur Fake News sind, die von Rimuru verbreitet wurden. Trotz der drohenden Gefahr von dem Monsterstaat ist der Befehl von Luminas, dass sie im Falle von Tempest nichts unternehmen werden. Es gab so einige, die dagegen waren, aber Luminas Wort ist absolut. Hinata reflektiert in dem Moment dann nochmal darüber, wie der östliche Händler sie manipuliert hat und bereut es, dass sie Rimuru nicht zugehört hat. Wenn sie irgendwann mal dafür verantwortlich gemacht werden, nimmt sie ohne zu zögern diese Schuld auf sich, was die anderen sehr erschreckt. Das Worst-Case-Szenario ist ein Krieg. Sie denkt aber nicht, dass es so weit kommen würde. Wie gerufen kommt dann auch schon Rehim, der herbeordert wurde. Dieser bestätigt mit seiner Geschichte alles, was sie vermutet haben. Nicht Veldura hat die Farmersoldaten umgebracht, sondern Rimuru. Dieser hat dann die Seelen genutzt, um genau wie Gi, Crimson und Milimnaba zu erwachen. Genau in diesem Moment wurden alle klar, was für eine Gefahr Rimuru wirklich ist. Drei der sieben Weisen aus Loberius, die eine absolute Legende sind, nehmen auch am Gespräch teil. Um Hinata zu einer Heldin auszubilden, musste sie ja gegen die sieben Weisen in die Prüfung. Im Zuge dieser Prüfung hat sie mit ihrem Unique Skill deren Fähigkeiten kopiert. Seitdem gehen sie Hinata bei jeder Gelegenheit auf die Nerven. Als Rehim seinen Bericht beendet hat, erinnert einer der sieben Weisen ihn noch an die Nachricht, die er noch hat. Beim Abspielen der Kristallkugel sagt Rimuru, dass er eins gegen Hinata kämpfen will.
Offensichtlich wurde diese Nachricht manipuliert, um Hinata gegen Rimuru und Veldura aufzuhetzen. Hinata checkt auch, dass die Intention der Weisen wahrscheinlich ist, Hinata gegen Veldura kämpfen zu lassen, damit sie stirbt. Sie geben ihr noch ein Schwert mit, was angeblich Veldura besiegen kann. Das nimmt sie auch an. So macht Hinata sich auf den Weg nach Tempest, was Rimuru durch Sokka auch direkt mitbekommt. Hinter Hinata sind noch vier weitere heilige Ritter, die anscheinend ohne Hinatas Kenntnis ihr hinterherreiten. Was sie wohl vorhaben. Von Diabol erfahren wir dann noch, dass Rehim getötet wurde. Von wem wissen wir nicht, aber ich würde mal auf die sieben Weisen tippen, die ohnehin sehr verdächtig sind. Der Plot erreicht bald seinen Höhepunkt, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Das war's mit der Review, ich hoffe es hat euch gefallen. Wie fandet ihr die Folge und wollt ihr mehr Anime vs. Novel Vergleiche, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr selber die Novel oder den Manga auf Deutsch lesen wollt, dann könnt ihr das über den Link in der Beschreibung machen. Folgt mir auf Instagram, damit endlich der neue Fähigkeiten-Part von Rimuru rauskommt. Wir sehen uns. Ja, ne?